Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Sprint to Glory Showdown. Das alles heute natürlich mit mir und Chris ist auch am Start. Was geht, Bruder? Was geht? Ich bin auch wieder am Start, wie es Dennis gerade gesagt hat. Eine Woche Abstinenz, das lag aber an mir. Ich war beim Zahnarzt, hatte brutale Schmerzen und konnte einfach nicht aufnehmen. Aber jetzt sind wir wieder am Start und Dennis, mit was? Hau gerne mal raus. Genau, Leute, so sieht's aus. Heute ein knackiger 2-Saisons Sprint to Glory Showdown mit dem FC Bayern, wo wir auch schon ein paar Dinge verändert haben. Wir starten zum aktuellen Zeitpunkt rein, also zur Saison 24-25 und die aktuellsten Transfers à la Ulis, Ito oder Palinha, die sind ebenfalls am Start schon bei uns. Gleiches Spiel bei mir, das Ganze allerdings mit dem vermeintlich, ja, zweitstärksten Team aus Deutschland in der Bundesliga, mit dem BVB, auch da natürlich. Saisonstart bei uns 24-25, Füllkrug nicht mehr da, dafür aber ein Anton, ein Girassi, ein Pascal Groß und eben alle Deals, die zum Zeitpunkt der Aufnahme mittlerweile fix sind. In der Karriere angekommen, natürlich Liebe da lassen, Leute. Daumen nach oben für euch, ein kleiner Klick, Abo-Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Kommentar von Algorithmus, gerne noch mit weiteren Vorschlägen. Und Leute, was ich noch vergessen wollte oder nicht vergessen will, am Anfang zu erwähnen, heute, wie beim letzten Show, ebenfalls keine Snipes. Nee, kleiner Spaß natürlich nur, Leute. Heute gibt es natürlich Snipes, also sind am Start und dazu 20 Minuten Transferphase. Wir sehen auch schon, FC Bayern München holt Olis oder Olise oder wie auch immer, der ja gerade auch ziemlich bei Olympia am Rasieren ist. Und damit starten wir rein in die erste von zwei Sommertransferphasen. Chris, hast du noch irgendwas zu sagen? Einfach nur, dass ich Bock habe. Let's go, wir starten rein. Auf geht's, ab geht's. So, Leute, ready für die erste Transferphase? Ich bin es. Ich hoffe, Vincent im Hintergrund ist es auch. Und damit legen wir los in 3, 2, 1. Let's go, Leute. Wir haben einiges zu tun. Denn ich will einige Spieler verkaufen. Einiges ist passiert in dieser ersten Saison, die wir simuliert haben. Neuer zum Beispiel muss ersetzt werden mit einer 83. Innenverteidigung würde ich wahrscheinlich gerne was tun. Kimmich habe ich die Position geändert. Goretzka soll verkauft werden. Auch vorne im Angriff bei den Flügeln wollen wir was machen. Ich kann schon jetzt gar nicht mehr reden, aber legen wir los. Knapp 3,5 Minuten sind jetzt von der Uhr. Ihr seht im Hintergrund die Kandidaten, die den Verein bisher verlassen haben, die auch schon einiges an Geld eingebracht haben. Wir haben schon über 300 Millionen zum Start gehabt und sind jetzt bei über 750 Millionen Budget angekommen. Wollen wir also reinstarten? 20 Minuten starten in 3, 2, 1, let's go. Ihr seht unsere Mannschaft natürlich noch recht unverändert im Hintergrund, aber ähnlich wie es Dennis natürlich gerade im Intro auch gesagt hat, haben wir Olis, wir haben Palinha und wir haben natürlich auch, wo ist denn der dritte Neuzugang? Den sehe ich jetzt gefühlt schon gar nicht mehr, aber Ito muss irgendwo hier noch sein. Genau, da ist er. Sehr, sehr viele Spieler im Kader, das heißt, es kann auch alles passieren, gerade in Sachen Abgängen und wir haben so unfassbar viel Geld mit 359 Millionen, das wir logischerweise reinvestieren wollen. Wir haben also die Kohle, wir haben zwar nicht ganz so viele Baustellen, aber gerade die Torhüterposition, ich will den neuen Achter, ich will einen neuen Außenverteidiger und dann vielleicht auch noch einen Innenverteidiger. Wir schauen einfach mal. Und so schnell geht's dann auch, ja. Es ist noch gar nicht so viel Zeit vergangen. Mike Mann, ja, ist der erste Neuzugang. Ein ganz wilder Tausch, ja. Sacha Boey ist einer von drei Außenverteidiger. Conny Leimer, wir haben ihn, wir haben Masraoui und Boey im Gegenzug plus 47,2 Millionen für Mike Mann, ja. Und hoffentlich unsere neue Nummer 1. Warum hoffentlich? Weil Neuer natürlich noch immer Teil unseres Kaders ist und wir kennen alle die Co-Trainer. Und ich denke, Neuer hat natürlich ein ganz anderes Standing. Der wird vielleicht trotz schwächerem Rating vor Mann, ja, Stamm spielen. Ich will es nicht hoffen, aber man ja, 28, hat eine 88, 90er Potenzial und hier, ja, jetzt dann auch amtlich, die neue Nummer 1. Vielleicht ein wenig untypisch als erster Transfer, aber ich will auch dafür sorgen, dass die Breite im Kader richtig gut ist, sodass wir so viele Titel wie möglich gewinnen und Gabriel Jesus wird unser Backup-Stürmer, Rolle sporadisch, perfekt, genau das, was ich wollte und ja, ich starte mit ihm rein, weil ich ja herausfinden wollte, was er für eine Rolle hat bei den anderen, die wir schon gerade am Verhandeln sind. Da kümmert sich der Assistenztrainer um die Vertragsverhandlungen, aber hier mache ich das Ganze persönlich und Jesus wird Nummer 1. Nun ist es aber an der Zeit, den ersten Schlag an Spielern vorzustellen, die aber auch nicht für die Bank geplant sind. Die erste ist, ja. Nun ist es aber auch an der Zeit, die Spieler den ersten Schlag an Transfers vorzustellen. Nun wird es aber auch an der Zeit, den ersten Schlag an Transfers vorzustellen, die nicht für die Bank gedacht sind. Und der erste ist unsere neue Nummer 1. Mike Maignan kommt vom AC Mailand. Da zahlen wir knappe 90 Millionen Euro. Manuel Neuer ist immer noch am Start, genauso wie Nübel, den wir verliehen haben. Aber im Idealfall natürlich kommt eine Torwartauswahl, ja, wird am Start sein. Ich hoffe aber im Idealfall natürlich, dass wir unsere neue Nummer 1, Maignan, behalten dürfen. Ähnlich ideal wäre es, wenn Jamal Musiala künftig mit seinem Kindheitsfreund Jude Bellingham zusammenspielen könnte. Ich meine, Bayern hatte so lange Interesse an Bellingham. In der Realität wird dieser Wechsel niemals passieren, aber es ist halt der Karrieremodus. Weiter geht es mit einem sehr offensichtlichen Transfer. Trent Alexander-Arnold hat einen auslaufenden Spielervertrag. Das war aber mehr oder weniger nur Zufall, denn ich war auf der Suche nach einem neuen Achter, der besser ist als Leon Goretzka, der dann nur Backup bleibt. Wir wollen Goretzka also nicht verkaufen für den Fall, dass eben er gesniped wird. Und er hat dank des Positionswechsels natürlich von der 87 die Möglichkeit, auf eine 89, gar 90 zu springen. Und das ist halt automatisch auch ein bisschen auffällig, sodass Dennis ihn eventuell aus der 5er-Auswahl sniped, wenn er überhaupt den
eine kommt, aber ich glaube tendenziell schon. Alle guten Dinge sind drei, ja? Nicht nur was die Transfers angeht, sondern jetzt auch mein Commentary-Versuch. Jeremy Frimpong kommt Liga-intern aus Leverkusen. Ob er eine Auswahl kommt, weiß ich aber noch nicht. Eine absolute Maschine und das Nonplusultra, wenn man Kylian Mbappé als eigentlichen Stürmer ausklammert, was die Flügelposition angeht. Vini Junior, 140 Millionen und Serge Gnabry im Tausch, der auch hier, ich glaube, Marktwert von 74 Millionen hatte. Also im Gesamtpaket weit über 200 Millionen. Das ist echt brutal. Es ist natürlich der beste Spieler. Vielleicht geht Dennis später dann auch mit ihm. Ich kann es euch nicht sagen. Ich hoffe, dass er es einfach so ein bisschen als Bait sieht und dass sich Vini Junior als den mit Abstand teuersten in dieser Fünferauswahl, neben Leao, Kvaratskhelia und wie sie nicht alle heißen, als absolut unrealistisch sieht. Naja, wir werden später sehen. Coman wäre noch immer aber unser Backup. Auf der Innenverteidigerposition dann ein 1:1-Tausch. Ganz klar auf die Gesamtstärke zielen. Virgil van Dijk kommt. Der Vertrag läuft auch in Realität aus. Auch hier in Real Life wird er wahrscheinlich nicht zum FC Bayern gehen, aber so ein Leader wie ihn, den bräuchte es eigentlich mal. Und wenn man ihn überzeugen könnte, ey, ich würde den mit der Schubkarre tragen, höchstpersönlich. Für Kreativität auf den Flügel sollen dann Quisha, Kvaratskhelia, Skelia, wie auch immer, sorgen. Quaradonna, wie er ja auch in Napoli genannt wird. Hier tauschen wir Leroy Sané ein, zahlen aber auch eine ordentliche Ablösesumme oben drauf. Aber wie ihr schon sehen könnt, alles wird komplett neu aufgestellt und wir sind noch lange nicht am Ende. Vor einigen Monaten in der Wintertransferphase im Januar hat sich das Gerücht hartnäckig gehalten. Bayern wäre bereit, eine unfassbare Summe in die Hand zu nehmen im Winter für Ronald Araujo vom FC Barcelona. Hier machen wir das Ganze also auch in, ja, nicht der Realität, sondern im Karrieremodus, also wahr, für knappe 130 Millionen Euro der Partner von Virgil van Dijk in der Innenverteidigung. Hier ist er dann, Neuzugang Nummer 5 und damit auch der letzte. Alessandro Bastoni wechselt von der Nerazzurri, von Inter Mailand also jetzt nach München, Kim Min-jae im Tausch, der also dann zurück in die Serie A wechselt, nachdem er ja ein Jahr, glaube ich, beim SSC Neapel gespielt hat. Also ich weiß, dass es Napoli war, aber ich weiß nicht, ob nur ein Jahr oder ein bisschen mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind es hier, ich glaube auch wieder, einiges an Geld, was dazu kommt. Ihr seht das hier, Min-jae und 41 Millionen für Alessandro Bastoni. Aber damit sind wir fertig, zumindest was die Neuzugänge angeht. Bastoni, Vini Junior, Frimpong, Trent, Alexander-Arnold und Manja. Alle Abgänge gibt es für euch gleich auch noch zum Abschluss im Überblick und dann unsere Mannschaft in Bestbesetzung, was die Startelf angeht. Hier sind all unsere Abgänge mit Thomas Müller, Tillman, ja, den haben wir jetzt dann natürlich hier erst verkaufen können, aber das Geld brauchen wir eh nicht mehr. Stanisic, weiter geht's mit Coman, den wollte ich eigentlich nicht verkaufen. Jetzt ist Olise halt eben unser Backup, aber er wollte weg und das ist wichtig fürs Manager-Rating, denn ich konnte das Spiel nicht auf dem PC starten und dementsprechend nicht mit der Cheat-Engine hier fungieren und somit ist es dann leider die Playstation geworden und damit sind wir halt aufs Manager-Rating irgendwo angewiesen. Wir haben dann hier einen Kili weggegeben, Pavlovic, genauso Wanner, Lawrence verliehen und Perez verliehen plus Ito hergegeben nach nur wenigen Wochen, aber wir brauchen ihn nicht, denn Upamecano ist ja auch noch da und von daher sind das all unsere Abgänge. Geld haben wir noch immer unfassbar viel, 208 Millionen, aber unsere Mannschaft steht wie folgt in Bestbesetzung. Das ist eine absolute Bombentruppe. Und zu guter Letzt für die Startelf, Leute, ein Spieler, den ich in der Realität unfassbar schätze, auch gerade für seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor in der Champions League, glaube ich, schon 15 Treffer oder so und das für so ein junges Alter. Es kommt Rodrigo, der hier in der Karriere bereits zu Man City gewechselt ist, macht den Transfer zwar vielleicht ein bisschen teurer, aber das ist mir vollkommen egal, denn jetzt sieht unser Angriff richtig, richtig wild aus. Harry Kane, Rodrigo und also Quaradonna gemeinsam im Trio vorne. Dahinter Musiala, im Mittelfeld mit Bellingham und Palinha als Neuzugang. Viererkette mit Kimmich, mit Van Dijk, Araujo, Davis, der sich hoffentlich jetzt mal strafft und nicht mehr wie der größte Söldner spielt. Hinten im Tor Maignan. Also ich bin sehr zufrieden, Leute. Um jetzt dann aber auch wirklich auf Nummer sicher zu gehen, was die Keeper-Position angeht. Mit Maignan, der ja so ein bisschen im Risiko ist, da wird es eine Auswahl geben. Holen wir Diogo Costa, nutzen da auch schamlos den Bug aus dem Spiel, dass Torhüter, die älter werden, irgendwie im Marktwert steigen. Der Manuel Neuer mit 83er Gesamtstärke und gefühlt 40 Jahre, was heißt gefühlt, der ist fast 40 Jahre alt, hat einen Marktwert von 33 Millionen Euro. In der Realität hatte er den wahrscheinlich zuletzt 2018 oder so, also oder sogar noch früher. Also keine Ahnung, was es ist mit den Keepern, mit den Torhütern im Karrieremodus. Soll uns aber nicht stören, wir tauschen ihn ein, 40 Millionen obendrauf. Er darf nochmal schön in Portugal den Rest seiner Karriere verbringen. Und ja, hat ja auch früher, glaube ich, das eine krasse Spiel auf Schalke gegen Porto. Und jetzt für Porto, wir nochmal mit Costa. Und jetzt sind wir aber auch wirklich durch mit der Transferphase mit insgesamt. Ich werde es ja eh gleich sagen. Ja, komm Leute, ich werde es eh gleich sagen. So Leute, ich glaube, das war eine sehr ereignisreiche erste Transferphase. Die Frage natürlich obligatorisch, wie immer zum Start, wie viele Transfers sind es geworden, Chris? Bei mir sind es insgesamt 5 geworden. Fünf, bei dir? Okay. Ein paar mehr, um es mal so zu sagen. Mehr? Mhm. Okay, das bedeutet, also... 8. Was? Darf ich wissen, wie viele dafür für die Start... Ah, nee, wobei, sag's mir am besten nicht, weil... Einer nicht. Nee, einer zwei. Nicht. Sorry, zwei nicht. Okay, alles klar. Dann, ja, was soll ich sagen? Bin ich sehr gespannt, was auf mich zukommen wird. Ich, ja...
Weiß auch nicht, denn ich habe ein bisschen Schiss jetzt. Also es könnte ja sein, dass da die Creme de la Creme am Start ist bei dir, oder? Ja, so ein bisschen, ja. Okay, soll ich reinstarten? Ja, gerne. Okay, ich muss tatsächlich gerade dazu sagen, ich habe komplett eine falsche Fünferauswahl aufgestellt. Hab die jetzt runtergenommen. Ich werde jetzt einfach so ganz kurz hier die Spieler nur zeigen. Zur Auswahl gibt es also, was die Fünferauswahl angeht, was das zentrale Mittelfeld betrifft bei mir, einmal Kevin De Bruyne, wir haben Rodri, wir haben Bellingham, wir haben Valverde oder wir haben Trent Alexander-Arnold, den man ja mit Positionswechsel plus zweimal mindestens aufs ZM umtrainieren kann. Ja, man munkelt, dass ich das mal machen wollte und nicht konnte, weil er gesniped wurde. Ja. Ja, kommt auch später auf meine Auswahl vor, kann ich schon mal sagen. Okay. Ja, ich gehe aber, weil wir ihn, glaube ich, oder nee, du hast ihn öfter geholt, ich hole ihn eigentlich fast nie, Fede Valverde, ne? War auch am Start. Der war auch mit auf der Liste, richtig? Ja, dann würde ich den auch einloggen. Okay, alles klar, dann darf ich tatsächlich Trent Alexander-Arnold behalten. Nein, ach man, das ist immer dieser Bait oder nicht Bait, Mann. Ey, das war gerade richtig sweaty bei mir, weil ich habe einfach die Spieler runtergerattert und dachte dann, oh mein Gott, wen hatte ich nochmal? Und dann Alexander-Arnold und oh mein Gott, naja. Hast du aber einen Keeper geholt? Ja, ne? Auch, ja, der kommt auch noch in die Fünferauswahl. Okay, damit fange ich jetzt nämlich an. Mhm. Ich habe aber auch einen zweiten Keeper als Ersatz geholt. Dazu komme ich später oder komme ich, falls es auch nötig ist, vor allen Dingen, falls der Keeper gesniped werden sollte. Wir haben eigentlich ja mit das Beste zur Auswahl, auch ein bisschen jüngere Keeper natürlich, die jetzt nicht 34 sind oder so. Ja, ich komme zum Punkt. Wir haben einmal Kobel, wir haben Vicario, wir haben Magnon, Ederson und zu guter Letzt Oblak. Mhm. Okay, zwei davon sind übereinstimmend mit meiner Fünfer-Auswahlliste. Okay. Ich tendiere zu Kobel oder zu Oblak. Bei Oblak, okay. Ja, 30, also den kann man safe bis zum Ende dann behalten, definitiv. Kobel wäre natürlich so schon recht teuer, man könnte die Konkurrenz schwächen, der Jüngste. Ich gehe mit Oblak, keine Ahnung, weil ich glaube, bei so vielen Transfers allgemein ist wahrscheinlich Kobel dann zu teuer gewesen. Weiß ich nicht, ob der das gewesen wäre, aber muss ich mich auch nicht drum kümmern, weil ich habe Magnon geholt. Okay, alles klar. Ja, gut. Check. Dann mache ich direkt mal weiter mit Magnon, denn der eröffnet jetzt einfach mal meine Fünferauswahl hier, was die teure Position angeht. Danach kommt Thibaut Courtois, wir haben auch Gregor Kobel wie bei dir, Gianluigi Donnarumma und zu guter Letzt noch Alisson. Ich gehe auf Magnon, weil ich sage, du hast ihn nicht gepickt bei mir, um ihn nicht aufmerksam so zu machen, dass ich auf ihn gehe und Psychologie hier gerade des Todes, deswegen, aber wird es wahrscheinlich eh nicht sein. Doch, es ist genau die Psychologie gewesen. Okay. Also ich habe extra Magnon so ein bisschen außen vor gelassen, dass es gar nicht so rüberkommt, als könnte ich den verpflichtet haben. Ich habe zwischen ihm oder Kobel tendiert, dachte dann, nee, Kobel, ich denke, du gehst mit dem Call vielleicht zur Liga-Konkurrenz schwächen, aber ich habe noch Neuer, der hat zwar nur noch eine 84, aber für das eine Jahr wird das schon irgendwie regeln. Ja, gut, dass Dortmund jetzt bei uns beiden auch Kobel noch am Start hat. Ne? Also Liga-Konkurrenzschwächen ist hier gar nicht am Start. Gut, ja, das stimmt. Dann mache ich es dir jetzt gleich. Zweite Position bei mir, zentrales Mittelfeld. Wir beginnen Trent Alexander-Arnold mit Positionswechsel. Hahaha. ja, wir haben dann noch zwei andere von Real Madrid mit einmal Fede Valverde, aber auch Jude Bellingham. Dann haben wir den Martin Ødegaard noch mit 90er Gesamtstärke. Völlig crazy, wenn man überlegt, vor, ich glaube, 6 Jahren war der irgendwie gefühlt komplett tot und jetzt ist er einfach komplett am Start. Ist echt crazy. Und Pedri noch zu guter Letzt. Also ich gehe nicht mit Trent Alexander-Arnold, vielleicht freust du dich jetzt, aber ja gut, okay. Dann wäre es halt so, ich tendiere zu den letzten zwei, also entweder Pedri oder Ødegaard und ich gehe mit Ødegaard, weil da einfach so viel auch drüber gesagt wurde. Ja, perfekt, dann darf ich Jude Bellingham behalten. Jetzt sehr mal. Stark, okay, hätte ich tatsächlich von vornherein als erstes direkt ausgeschlossen. Ja, das war aber bei dem Preis verständlich. Ja, vor allem bei 8 Transfers. Aber gut, von meinen 5 Transfers sind 4, ja, vielleicht sicher, 3 auf jeden Fall. Einer ist schon weg und es geht jetzt noch um einen neuen Flügelspieler. Und da gibt es natürlich irgendwo die Creme de la Creme. Wir haben Phil Foden, wir haben Rafa Leao, wir haben dann Vini Junior, der mit Abstand der beste und auch teuerste aus dieser Auswahl ist. Wir haben noch Kvisha Kvaratskhelia und wir haben Bukayo Saka. Ja, gehe ich wieder so auf, was ich mag in der Realität an Spielern. Oder was magst du? So was magst du in der Realität? Ich würde Leao sonst nehmen. Also Leao, okay. Milan liebe ich komplett, deswegen weiß ich nicht. Ich gebe Leao. Ja, es ist Vini Junior geworden. Nein, das war nämlich mein anderer Gedanke. Gehe ich einfach auf den Stärksten, aber das ist halt auch ein bisschen langweilig und oft ist es ja auch nicht der Stärkste. Ja. Deswegen. Aber er ist tatsächlich geschissen. Hier auf jeden Fall der Stärkste, mit Abstand auch der teuerste gewesen von allen. Kann ich mir vorstellen, definitiv. Ja. Gut, dann kommt meine letzte Auswahl. Ein paar Namen sind ähnlich, ein paar nicht. Es geht auch um Flügel, also alle 3 Positionen auch gleich, das auch mal lustig an der Stelle erwähnt. Wir haben für die Flügel, oder für den Flügel eher gesagt, haben wir einmal Bukayo Saka, wir haben Rafael Leao, wir haben Phil Foden, wir haben Quaradonna und Nico Williams. Ich würde, Nico Williams ist so ein bisschen unscheinbar, der kommt ja jetzt aus dem absoluten Nichts. Ich gehe entweder mit Quaradonna
oder mit Leao und ich gehe mit Kvaradonna, weil ich würde mit dem Call gehen wie bei dir, den du in der Realität so mit am meisten feierst und ich finde Kvaratskhelia einfach geisteskrank und dementsprechend würde ich mit dem Georgia gehen. Ja, dann steht's, was die Snipes angeht, 1-1, denn es ist Kvaradonna geworden für den linken Flügel, was aber auch halb so schlimm ist, denn dann wird da einfach Olise spielen, was auch gut ist, denn in der Realität wurde viel Geld für ihn bezahlt und jetzt darf er spielen. Für die andere Flügelseite ist es übrigens Rodrigo geworden, der war ja nicht in der Auswahl. Dann habe ich noch Innenverteidiger, Araujo und Delicht. Also ich habe Araujo nicht mit reingenommen, weil Kvaradonna mehr gekostet hat. Ja. Was hatten wir noch? Keeper-Backup wäre Diogo Costa geworden. Da muss ich jetzt gucken, was ich mit ihm mache, weil ich ihm auch Schlüsse spiele, als Rolle gegeben habe. Perfekt. Okay. Mhm. Und ansonsten glaube ich, wäre es das. Ja, sind glaube ich alle Transfers. Ja. Okay. Ich habe noch Jesus als Backup-Stürmer. Den würde ich noch reinschmeißen. Auch stark. Ja. Okay. Ja, also ich habe Trent Alexander-Arnold und Vinny Junior, das war ja bekannt. Ich habe Bastoni noch als Innenverteidiger und Jeremy Frimpong als Rechtsverteidiger. Ah, okay, da bin ich mal gespannt. Ey, dann würde ich sagen, erste Kalendersimulation steht an. Wir gehen rein und sehen uns dann zum Ende der ersten von zwei Saisons wieder. So Leute, angekommen am Ende der ersten Saison, blicken wir natürlich als allererstes mal auf die Bundesliga-Tabelle und wo steht der FC Bayern da? Muss man ja jetzt sagen nach oder fragen nach der letzten Saison mit Leverkusen, ist eine weitere Leverkusen-Meisterschaft? Nee, also ich bin Meister mit Bayern. Wo ist ja okay. Warte mal, Leverkusen ist nur Siebter bei mir, okay? Ich bin Vierter. Ah, okay. Und du auch Erster, oder? Ich bin auch Erster. 80 Punkte auf dem Konto, 11 Punkte Vorsprung, relativ eindeutige Geschichte. Ja, dann hast du genauso viel Punkte Vorsprung auf mich, denn ich habe auch 69, bin damit aber einfach Erster. Und Dortmund hat auch 69 und ist damit Zweiter. Also. Spicy, Alter. Fast noch Meister geworden. Interessant. Gladbach wird 15. Würde sich als Köln-Fan freuen. Köln ist 12. Ich muss an der Stelle zensieren. Ich f***e Gladbach, Digga. Weil diese fetten eine ganze Saison lang absolut nichts machen. Digga, die verlieren teilweise gegen die lächerlichsten Vereine 5-1. Aber dann gegen den FC Bayern sind sie da. Und so auch hier. DFB-Pokal, Finale, Gladbach, 15. in der Bundesliga. Pokalsieger geworden. Also... Also für dich gibt es dann 4 Punkte, für mich gibt es nur 3 Punkte, weil... Stein auf Stein, Alter. Pass mal auf, ja, Stein auf... Das ist geil. Im Halbfinale hat Halle gegen Dortmund gespielt und Ulm gegen die Bayern. Dortmund gewinnt beim Halleschen FC. Und wir sind die Ulmer, wir sind die Spatzen. 2-1 gegen den FC Bayern München gewonnen. Und damit war Ulm im Finale und hat dann nur 1-2 gegen Dortmund verloren. Stark. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Gut, dann sind wir eigentlich bisher noch ziemlich im Gleichschritt. Ein Punkt Vorsprung für mich. CL-Finale. Man City spielt gegen den FC Barcelona. Ich bin im Viertelfinale gegen Arsenal ausgeschieden, die sich damit auch so ein bisschen ihre Rache holen. Ja, ich bin im Viertelfinale gegen Inter rausgeflogen, nachdem ich im Achtelfinale 7-4 gegen Juve nach Hin- und Rückspiel gewonnen habe. Gruppe 3-2 gegen Real gewonnen. Okay, also dann kriegen wir aber beide 6 Punkte. Auch hier ist es noch immer mehr Gruppen oder weniger. Zweiter geworden mit Ajax, Benfica und Atalanta Bergamo. Läuft an der Stelle richtig gut. Okay, aber City, das Finale bei dir ist aber noch nicht gespielt. Nee. Okay, weil bei mir war es City gegen Liverpool und da hat City gewonnen. Okay, check. Dann gucken wir noch unter Trainer des Monatspreise. Konnte sich Vincent ein paar Preise sichern. Oh, ja, 3 Stück. Okay. Ich hab 0. Oh, perfekt, Digga. Okay, dann okay, Statistik. Ich bin sehr gespannt. Magnon hat 13 Spiele zu 0. Ja, Nübel hat 8, Neuer hat 9. Kannst du ja auch so. Schade, Alter. Mann, wenn einer durchgespielt hätte, jetzt vielleicht ja, echt, mehr Dinger gehabt. Nübel einfach 15 Einsätze und davon 8 mal die 0 gehalten. Ey, Digga, das ist wirklich eine kranke Quote, muss man ehrlich sagen. Bei mir hat er bei Stuttgart 35 Spiele, 5-0. Also, ja, okay. Da sind wir in dem Vergleich. Vorlagen habe ich 12 von Rodrigo. Habe ich 10 von Musiala. Und Tore ist 2x30 von Kane oder auch Rodrigo. Habe ich 29 Kane. Oh, knapp. Nein. Ey, ganz knapp. Das heißt 33, 36 Punkte bei dir, bei mir sind es 29. Also dann doch recht deutlich nach einer Saison mit 7 Punkte Unterschied. Ja, aber wir haben ja noch ein zweites Jahr, da kann definitiv noch alles passieren, würde ich behaupten, oder? So sieht's aus. Zweite Saison, Transferphase, mal gucken, was man noch verändern kann an der Mannschaft. Also das wird jetzt auch die Frage sein, die wir aber gleich beantworten werden in der nächsten Sommertransferphase. Die zweite Sommertransferphase beginnt in 3, 2, 1, let's go. Wir legen los, verplempern gar keine Zeit, wobei wir wahrscheinlich eh nicht allzu lange brauchen werden. Ich würde gerne einen neuen Innenverteidiger holen und damit meine ich eigentlich nur Ruben Dias, weil einen anderen gibt es nicht, der irgendwie ein großartiges Upgrade ist, gerade zu De Ligt im Vergleich. Wir könnten
könnten noch vielleicht beim Militao gleich gucken oder andere, die vielleicht jetzt eine 88 oder 89er Gesamtstärke haben. Aber ansonsten ist eigentlich relativ klar, was passieren wird. Ansonsten noch Palinha, den ich ersetzen möchte. Oder nicht ersetzen, aber ich würde gerne Leimer eintauschen und dann besseren Sechser als Palinha holen. So ist es gemeint. Ja, und das sind die Pläne. Ich bin schon mitten im Zusammenstellen, was die Fünferauswahl angeht oder überhaupt mögliche Neuzugänge. Der Timer startet in 3, 2, 1, let's go. Ich hätte es fast vergessen, aber ganz ehrlich, wir werden nicht mal ansatzweise die 20 Minuten komplett aufbrauchen. Denn ich bin hier ein bisschen dabei. Wir brauchen natürlich einen neuen Torhüter, vielleicht einen typischen ersten und vielleicht einen typischen zweiten, die gerne beide auch gleich stark sein könnten. Ich weiß es noch nicht, wobei einer, der so raussticht, wäre schon von Vorteil. Man weiß aber nie, was macht der Co-Trainer. Ja, ihr werdet es aber auf jeden Fall sehen, welcher Spieler dann natürlich verpflichtet wurde und wie es eben weitergeht in der Transferphase. Am Ende verbünden wir also den besten Innenverteidiger von Barcelona mit dem besten Innenverteidiger von Real Madrid und es kommt Eder Militao, den wir also hier verpflichten für Van Dijk im Tausch und knappe 70 Millionen obendrauf. 100 Millionen Euro und Konrad Leimer im Tausch reichen dann aus, um den besten Sechser, einen der besten Spieler der Welt zu verpflichten mit Rodri und seiner 92er Gesamtstärke. Leon Goretzka verlässt den FC Bayern München, weil wir im Zentrum eigentlich richtig gut aufgestellt sind. Nicht nur eigentlich, sondern mit Trent und Kimmich haben wir einmal eine 90 und einmal eine 89. Es kommt mit Petri eine 90 mit dazu und wir investieren nur 75 Millionen, weil er auslaufend Spielervertrag zum einen und Leon Goretzka im Tausch. Und damit haben wir jetzt auf jeden Fall auch der Achterposition natürlich auch dann abgeschlossen. Zumindest was die Planung angeht. Petri geplant für die Startelf anstelle von Kimmich, der dann auf die Bank gehen würde. Und da muss man halt einfach schauen, was mit den anderen Spielern noch so passiert. Wir haben nämlich noch immer einen sehr breiten Kader, trotz ganz vieler Vertragsauflösungen von Spielern, die unter einem 70er Gesamtrating haben. Dann ganz kurz Thema Torhüter. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall durch, denn wir machen hier auf Nummer sicher. Thibaut Courtois, 32 Millionen auslaufender Spielervertrag. Wir haben ja nur noch eine Saison. Torhüter verschlechtern sicher erfahrungsgemäß nie so krass und nie so schnell. Von daher wäre er Stand jetzt geplant als unsere neue Nummer 1. Und dann hätten wir Diego Costa als Backup für 30,9 Millionen mit Manuel Neuer im Tausch, der warum auch immer mit dem Bug 39 Jahre, 81er Gesamtrating, noch immer 2 Jahre Vertragslaufzeit bei uns, einen Marktwert von über 22 Millionen hat. Aber die zwei tüten wir auch ein und dann kann es danach auch schon weitergehen. Vielleicht auf dem Flügel, wir haben das Nonplusultra, aber ich denke, es werden trotzdem noch einfach so just for fun ein paar richtig geile Transfers getätigt. Vielleicht war es ja mit Quaradonna ein Zeichen im ersten Jahr, dass er gesniped wurde, dass ich stattdessen einen meiner absoluten Lieblingsspieler im Real Life, Rafael Leao, hätte holen können oder holen sollen. Und genau das holen wir jetzt also nach mit dem Augenzwinker hier und dem Trikot. Rafael Leao kommt also zum FC Bayern auf linken Flügel. Was sind so eure Lieblingsspieler oder Spieler, für die ihr einen Weakspot habt, die ihr das erste Mal gesehen habt und direkt gefeiert habt? Bei mir ist es auf jeden Fall dieser Mann hier, Rafael Leao, wirklich unfassbarer Baller. Nach Petri, nach Courtois, nach Diogo Costa ist es der vierte und es ist Kylian Mbappé. Er oder Haaland wird später meine 50-50-Auswahl für Dennis, denn alles andere wäre irgendwie, keine Ahnung, das wäre total unnötig, denn ich werde ihm sagen, es ist entweder Mbappé oder Haaland geworden. Ich hoffe natürlich, er tippt auf Haaland, es ist aber Mbappé. Gut, selbst wenn nicht, Harry Kane ist noch immer da. Stellt euch mal vor, aber Dennis snipt keinen Spieler von uns. Dann haben wir abgesehen von Frimpong überall die 9 vorm Gesamtrating, also eine 90 im Mindestwert. Das ist absolut crazy und wenn Mbappé Stamm spielen könnte, würde das bedeuten, dass Harry Kane nur Backup-Stürmer wäre und das wäre natürlich geisteskrank. Aber das macht so ein ästige Showdown ja auch mal aus, wenn es in der Kaderbreite ganz gut läuft. Diesmal gehe ich auf jeden Fall rein nach Ende der zweiten Sommertransferphase und damit ja dann auch das Ende, ja? Also Ende in Sachen Transfers überhaupt, denn es kommen jetzt noch die Snipes. 3 Stück an der Zahl. Dennis, ja oder nein? Also bei dir ja, auch? 3 Transfers? Genau. Okay, bei mir sind es 4. Ich sag's so viel schon mal. Ich habe Diogo Costa als meinen Backup-Torhüter verpflichtet. Und ich habe im ersten Jahr ja angefangen, also müsstest du jetzt dran sein, ne? Genau, so sieht's aus. Ja. Wir machen es kurz und schmerzlos. Im ersten Jahr wurde mir ein Flügel gesniped und ich habe einen neuen Flügel geholt. Auf der Liste haben wir mal wieder Quaradonna, wir haben Bukayo Saka, wir haben Vini Junior, Phil Foden und Rafa Leao. Okay, warum auch immer, würde ich mit den 2 englischen Boys gehen, entweder Saka oder Foden und ich gehe mit Saka. Okay, dann darf ich Rafael Leao behalten. Okay, sehr, sehr stark. Dann mache ich direkt mal weiter mit der Torhüterposition. Diogo Costa bringt mir da so ein bisschen Sicherheit. Es gibt also zur Auswahl so die üblichen Verdächtigen mit Courtois. Wir haben Kobel, wir haben Alisson, wir haben Ederson und auch Mike Maignan, der hier mittlerweile tatsächlich zum BVB gewechselt war oder ist und ist dann zusammen mit Kobel die Nummer 1 und die Nummer 2, also Dortmund absolutes Luxusproblem. Ist er nicht, weil Kobel bei dir ist? Nee, tatsächlich nicht. Es ist Courtois geworden. Ja, schade. Okay. Naja, aber okay. Das wäre sehr, sehr gut gewesen, wenn das jetzt hier gepasst hätte. Also nicht ja, für mich, aber auf für jeden dich. Fall.
Ich dachte mir so, mit dem, was du sagst, dann wechselt er sogar noch zu Dortmund. Und natürlich wechselt er dahin, weil du Gummel geholt hast. Ja. Also mein Gedanke. Nee, okay, gut. Dann mache ich direkt kurz und schmerzlos weiter. Zweite Position. Es geht um einen neuen Sechser. Denn ich habe Palinha nicht verkauft, aber ich habe Leimer eingetauscht. Und Palinha soll Backup werden fürs Mittelfeld. Und da haben wir zur Auswahl Pedri. Wir haben Valverde. Wir haben auch wieder natürlich mit Positionswechsel Trent Alexander-Arnold. Und dann zwei richtige Sechser mit Rice und Rodri. Okay, das Beste kommt zum Schluss. Ich habe nämlich gerade hier schon auf meiner Fünfer-Auswahl drauf gezeigt. Rodri ist es, würde ich sagen. Und deshalb logge ich den ein. Ja, es ist auch geworden. Oh, perfekt. Super, immerhin, perfekt. Also geil. Immerhin auch mal wieder ein Snipe. Aber gut, Palinha regelt ja auch. Was hat der für ein Rating? 86? 86, genau. Ist solide. Also hier haben wir wirklich ein absolutes Luxusproblem. Oder es tut nicht so weh, wenn man Spieler gesniped bekommt. Ich mache weiter mit ZM, 6er, 10er. Ja, wobei eher 8er eigentlich alles mit dabei. Zur Auswahl gibt es für dich da einmal Pedri. Wir haben auch Rodri. Wir haben Martin Ødegaard. Wir haben Valverde oder Jude Bellingham. Ich gehe mit Ødegaard. Es ist Pedri geworden. Ah, schade. Hätte ich drauf kommen können mit auslaufendem Vertrag, aber egal, sei es drum. Letzte Position, Van Dijk wurde eingetauscht. Ich habe mir nochmal einen neuen Innenverteidiger geholt. Die liegt aber auch noch in der Hinterhand. Wir haben einmal natürlich die Creme de la Creme mit Ruben Dias. Wir haben aber natürlich auch Koundé, wir haben Bremer, wir haben Militao und zu guter Letzt Bastoni. Ich würde mit Koundé gehen. Keine Ahnung, Bauchgefühl, der ist mir am meisten hängen geblieben, Koundé. Alles da. Dann darf ich Eder Militao behalten und ja, meine drei Transfers, wovon noch zwei übrig sind. Okay, alles klar. Ja, bei mir sind es auf jeden Fall schon mal drei sicher mit Pedri, Costa und Courtois. Und jetzt, Dennis, kommen wir zu einer ganz besonderen Sache. Es gibt nämlich jetzt für dich nur eine Zweier-Auswahl. Beide haben eine 94. Beide haben natürlich irgendwo für mich die Sicherheit, dass Harry Kane im Notfall vorne oder drin bleibt. Mbappé. Genau, und ich dachte, ich mache nicht unnötig eine Fünfer-Auswahl, weil, ey, ganz ehrlich, es ist einer von beiden geworden. Das steht fest. Haaland oder Mbappé oder Mbappé oder Haaland, ganz egal. Ich sage, du hast zuletzt Haaland geholt, deswegen heute Mbappé. Ja, es ist Mbappé, Mann! Ja, yeah, oder Mbappé, tschüss! Mbappé weg, der hat mich einfach 225 Millionen gekostet. Aber gut, Harry Kane ist ja auch noch da. Und vielleicht ja, schnappt sich der 1. FC Köln ja Kylian Mbappé, sodass wir dann keinem Konkurrenten irgendwie jetzt Mbappé gratis schenken. Das wäre nämlich jetzt nicht meine Intention gewesen. Aber gut, damit hätten wir es geschafft, oder? So sieht's aus. Letzte Saison, beziehungsweise zweite und letzte. Gehen wir rein nochmal in den Kalender. Ja, ihr seht schon auch, Leute, mein Spiel buggt. Müsst ihr jetzt aber mit leben, weil ich starte den Bums nicht neu. Wir sehen uns am Ende. So, Leute, wir sind angekommen am Ende der zweiten Saison und am Ende des Videos. Der aktuelle Stand ist 36 zu 29. Für mich bedeutet 7 Punkte Vorsprung und die müssen wir jetzt irgendwie übers Ziel retten. Wir beginnen natürlich mit der Bundesliga. Frage natürlich, Chris Meister geworden und wie viele Punkte und so weiter und so fort. Ja, und ich glaube, mit so vielen Punkten wie du im Vorjahr, bei dir war es, glaube ich, 80, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe die 80 jetzt auch. Okay, ich habe 85. Aber natürlich auch Erster, oder? Ja, ja, klar. Ja, okay. Also wäre ein bisschen belastend, wenn man mit 85 Punkten nicht Meister wird. Stimmt, 13 Punkte Vorsprung auf Leipzig mit 72 Punkten. Okay, Leipzig ist bei mir zum Glück nur Fünfter. Ich habe 6 Punkte Vorsprung auf Dortmund. Also war auch eine ganz enge Kiste. Ja, haben auch viele Punkte geholt. Okay, dann machen wir weiter. DFB-Pokal. Wie sieht es da bei dir aus? Ja, ich hatte ein Heimspiel in Runde 2. Ich hatte St. Pauli als Gegner und bin rausgeflogen. Belastender Content. Schade, Alter. Ich habe den Pokal nämlich gewonnen. Halbfinale gegen Bremen, Viertelfinale Augsburg, Runde 3 gegen Gladbach und erste Runde gegen Stuttgart und Finale gegen Hoffenheim. Aber da auch am knappsten im Elfmeterschießen. Okay, krass. Ja, also Dortmund gegen Hamburg ist hier das 2-1 bei mir dann im Pokalfinale zugunsten der Borussia. Ja, also 6-0, was die Punkte hier angeht. In der Champions League dachte ich, ich kann ein bisschen was aufholen und ja, ich konnte auch was aufholen. Oder beziehungsweise es kommt ganz drauf an, wie du natürlich abgeliefert hast. Ja, tut mir leid, Bruder. Ich habe sie leider auch gewonnen. Okay, perfekt, man kennt ihn. Ich habe im Finale verloren gegen City. Verloren auch noch. Ich habe City hatte ich im Halbfinale 3-1. Viertelfinale Atletico 2-1. Athen, Junge, einfach 2-0 nur. Und das im Rückspiel. Gruppe Erster geworden mit 13 Punkten. Ja, war ganz in Ordnung. Ja, ich bin Erster geworden mit 14 Punkten vor Atletico, Galatasaray und Sparta Prag. Dann gab es für mich einen Sieg über Eindhoven 4-3. Dann habe ich gewonnen 5-0 gegen Dortmund. Und dann gegen Barca 5-5 in der Gesamtwertung und im Elfmeter Schießen gewonnen und dann leider gegen City verloren. Belastender Content. Okay, dann schauen wir nochmal rein. Trainer des Monatspreise, aber auch völlig obligatorisch. 3 und Trainer des Jahres. Also ja, bei dir Trainer des Jahres? Ja, okay, ich habe keinen und bin auch kein Trainer des Jahres. Wieder keiner, Junge. Wie kann das denn sein? Ey? Das ist wirklich kriminell. So, Magnon hat bei mir 19 Spiele zu 0. Das ist ganz in Ordnung. Ja, ich habe 10 bei Courtois. 17 Vorlagen. Habe ich 13. Und 31 Tore. Habe ich 25.
Ist schon eindeutig. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein 83-61 zu deinen Gunsten. Also an der Stelle Glückwunsch, Machtdemonstration. Ja, ich glaube, alle drei Statistiken in Saison 1 und Saison 2 gingen auf dein Konto und auch die Champions League gewonnen. Jetzt sogar das Triple geholt, ne? Ja, das war ein Triple für dich. Geil. Und dann auch noch Trainer des Jahres, Trainer des Monatspreis. Also ich glaube, das ist das Maximum, was man an Punkte rausholen kann in einem Jahr. Junge, er ist ein Löwe und ein Bär. Das wird auch im echten Leben so passieren. Ja, ich habe auch tatsächlich ein sehr gutes Gefühl. Also ich finde das Match, der macht es gut, der Junge. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wollen wir noch mal die Mannschaften vergleichen? Sehr gerne, jawohl. Magnon 91. Courtois auch 91. Viererkette dann mit Kimmich 89, Araujo 90, Militao 89 und auch Davis 89. Ich habe Frimpong 90, Davis 91, 91 auch bei De Ligt und bei Bastoni. Ja, stark, Digga. Komplett Viererkette einfach besser, hätte ich jetzt nicht erwartet. Mittelfeld dann 3, Mittelfeld Palinha 86, Bellingham 92, Musiala 93. Petri 90, Trent Alexander-Arnold 91 und Musiala 92. Und Dreierangriff, Rodrigo 91, Kane leider nur noch eine 90, weil schon gesunken, und Leao auch 90. Okay, ich habe Sané 92, Kane 91 und Vini Junior 93. Ja, stark, Alter. Also man sieht, die Simulation spielt mal wieder für den einen oder halt für den anderen nicht, weil ich würde mal sogar sagen, dass deine Mannschaft besser ist, ne? Also ich glaube, Keeper war besser bei mir und sonst... Nee, ich glaube, Keeper war bei der 91, ne? Also ich glaube, in der Abwehr war ich leicht besser. Im Dreier-Mittelfeld warst du so minibar besser und vorne... Ja, aber ich habe auch Palinha, Digga, der hat eine 86. Stimmt, ne? Das zieht ja eigentlich auch schon wieder runter und vorne eigentlich auch. Deswegen, man sieht halt, wie die Simulation und Karrieremodus laufen kann, aber sei es drum, Leute. Das soll es auf jeden Fall an der Stelle gewesen sein. Das war die erste Aufnahme. Wir gehen noch danach rein bei Chris, nicht danach, weil erst morgen für uns, aber für euch halt quasi, ne, nach dem Video könnt ihr bei Chris reingucken, da zwei Saisons ebenfalls mit Dortmund, neuen Transfers, Nuri Sahin als Trainer und so weiter und so fort. Von uns oder von meiner Seite aus soll es gewesen sein. Ich verabschiede mich, lasst hier viel Liebe da, Daumen, Abo, blub, ihr wisst, wie der Hase läuft, und Chris hat die Abschlussworte, haut da rein. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Alle die von mir kommen, lasst natürlich auch hier dick Liebe da, wenn es nicht schon passiert ist. Daumen nach oben, Kommentar, Abo, alles, volles Programm, und falls ihr Lust und Laune habt, schreibt super gerne mal das Durchschnittsrate unserer jeweiligen Startelf rein, von Dennis und von mir. Ich glaube, es ist so leicht zu meinen Gunsten, aber ich kann mir davon absolut nichts kaufen, denn Dennis hat mich in Grund und Boden gespielt, simuliert, wie auch immer, auf jeden Fall besiegt. War aber trotzdem cool, und wir sehen uns hoffentlich vielleicht wieder nächste Woche oder jetzt bei mir auf dem Kanal. Macht's gut, haut rein, ciao, ciao.